Hallo zusammen, ich habe hier ein Kühlaggregat 12, 24 Volt für ein Boot oder ein Camper. Also da, wo schon ein Kühlschrank vorhanden ist, aber ohne Kühlaggregat oder ein Ersatz gebraucht wird. Und hier habe ich unsere Verdampfer, die sind alle durchnummeriert. Fängt bei 001 an und hört bei 70 auf. Und das ist der 046. Das sieht man auch hier auf dem Tippenschild. Das letzte Zahl ist der Verdampfer 046. Erstes 12 Volt VIV. Dann also Ventilator integriert mit Ventilator BD35 und dann mit Kupplung. Fangen wir beim Kühlelement an. Das hat eine Länge von 580, die Platte. Wir müssen aber bedenken, dass dieses Rohr hier auch noch ein bisschen Platz braucht. Also wir sind dann bei einer Länge von 600 und wir haben eine Höhe von 210. Wie man das Aggregat Verdampfer montiert, ob so oder so oder an die Decke. Boden ist schlecht, weil die Kälte sinkt ja. Es ist dann überhaupt so, einfach an die Wand zu schrauben, wenn möglich oben. Weil wenn ich es oben montiere, hier entsteht immer Kondenswasser. Das heißt, das tropft dann immer runter. Das ist bei jedem Kühlelement, was oben hängt, muss unten irgendwie eine Tropfschale drunter, dass es nicht runterhängt. Wir haben den Schraubensatz. Hier hinten ist der Verlink YouTube, da sieht man, wie man es montiert. Das sind also die Stanzhülsen für den Verdampfer mit Chromstanzschrauben im Innenraum. Und diese Kompressoren, da findet ihr das Video, verlinke ich euch am Schluss. Das Kühlaggregat ist Standard, das ist ein Standardaggregat BD35, der meistverbaute Kompressor auf dem Weltmarkt. Wir haben hier Füllanschluss, wenn irgendwas ist, und Kupplungen. Und hier hat es einen Widerstand drauf. Der ist dann nochmal separat. Das ist dieser Highspeed-Widerstand. Der macht Folgendes. Der hebt die Drehzahl von Standard 2000 Umdrehungen hoch auf 3500 Umdrehungen. Und somit habe ich einfach mehr Stromverbrauch und mehr Kälteleistung. Je nachdem, wie viel Leistung das man braucht, wenn es ein kleiner Kühlschrank ist mit 60 Liter, wo der vielleicht reinkommt, dann reicht das Kühlaggregat auf 2000 Umdrehungen laufen zu lassen. Je länger das ein Kühlaggregat läuft, desto besser ist der Wirkungsgrad. Also ideal ist eigentlich ein Kühlaggregat, was theoretisch 24 Stunden durchläuft. Aber wir brauchen noch ein bisschen Reserve, wenn es mal wärmer wird. Vom Thermostaten her, wir haben einen ganz normalen mechanischen Thermostaten, also keine Hexerei. Und der Fühler, der kommt an die Platte, wird entweder angeklebt oder angeschraubt. Und die zwei Kabel kommen hier auf den Thermostaten, sehen wir auch hier im Elektroschema drin. Zu den Kupplungen. Es gibt ja verschiedene Kupplungen. Hier sind relativ teure, mehrfachdichtende Kupplungen, die kann man auch wieder trennen. Das Thema ist, wenn Schmutz dazwischen kommt, dann ist es nicht ganz ideal. Wir haben hier eben verschiedene Platten, verschiedene Größen, verschiedene Leistungen an Kompressoren. Wenn ihr irgendwas braucht, schickt einen Beschrieb oder Größenisolation per Mail und dann können wir euch irgendwas offerieren. Hier verlinke ich euch das Video über diese Schrauben und hier unten das Video über die Kupplungen und ich wünsche euch einen schönen Tag.